Schönes Zimmer, auch muckelig hier und ja, schönes Hotel. Sieht nach guten Bedingungen aus. Ja, zweimal kann ich mich dunkel dran erinnern. Eben schon gesagt, als so die Spielertrainingslager X man dann so ein bisschen aus. Deswegen kommt mir das eine oder andere dann durchaus schon neu vor. Ziemlich gut durchgetaktet, das wissen sie noch nicht ganz genau, nur grob ihnen bisher mitgeteilt, dass, das kriegen sie nachher noch ein bisschen genauer, dass da viel Video ansteht, viele Gespräche anstehen, in Einzelnen, in Gruppen, mannschaftlich und auch relativ viel Training. Ja. Ich bin gerade schon darauf angesprochen worden, ich glaube Baschi war es, der habe ich danach gefragt, das kommt ja so ein bisschen aus der Magerzeit, aber dafür brauchen sie keine Angst haben, bleibt schon Herzlage. Ja, es wird interessant, wird spannend. Also ich glaube, klar werden wir auch körperlich arbeiten. Es geht aber auch daran, es gilt auch daran zu feilen, wie es inhaltlich weitergeht, wie wir ja, unser Spiel mit Ball, gegen den Ball weiter noch verbessern. Ich glaube, das Spiel gegen Bielefeld war ein ordentlicher Anfang. Gegen Schalke haben wir noch ein bisschen Lehrgeld gezahlt, ein bisschen zu viele Fehler gemacht. Aber ich glaube, dass wir eine gute Basis gelegt haben, um die jetzt weiter auszubauen in der nächsten Woche und ja, uns dann wieder gut auf unsere nächste Zweitligasaison vorzubereiten. Ja, ich bin mir relativ sicher, dass wir vor dem Meppen-Spiel vor knapp 2 Jahren hier schon mal gegessen haben auf dem Weg zum Spiel nach Meppen. Ansonsten war ich hier nicht im Hotel, nein. Ja, der erste Eindruck ist gut. Also die Bedingungen sind super. Wir haben ja mehr oder weniger das Hotel ja für uns alleine. Zimmer sind völlig in Ordnung. Klar, ist noch ein bisschen warm im Moment, aber wollen wir mal nicht jammern. Plätze sind, wie man sieht, auch gut. Also beste Bedingungen, um ein gutes Trainingslager abzuhalten. Es war schon eine gute erste Einheit für den Einstieg und darauf kann man, glaube ich, aufbauen.